Hey Kinders, was geht denn bei euch ab, Junge? Informationen. Mit G. Wird heute wieder sitzen. Mit meiner Wand im Hintergrund. Heute geht es um die ganzen sozialen Sachen, die ich mache. Ich helfe Kindern, ja, ich helfe alten Leuten. Nee, Quatsch. Um die sozialen Netzwerke. Wie wir in Verbindung treten können und speziell den Community-Abend regeln können. Ich habe vor, jetzt am kommenden Donnerstag wieder einen zu machen. Ich weiß das Datum jetzt nicht, aber um 20 Uhr wird er wahrscheinlich stattfinden. Ich schreibe euch einfach nochmal auf den Seiten, die ich euch jetzt eben nenne. Irgendwo werdet ihr mich auf jeden Fall haben. Erstens, auf Facebook. Da habe ich zwei Seiten. Einmal eine Fanpage und einmal eine Gruppe. Ich habe beides, weil mir gesagt wurde, dass die Gruppe eigentlich viel effektiver sei als die Fanpage. Ich habe die Fanpage zuerst gemacht, weil ich dachte, ja gut, da kann ich geplant Sachen schreiben lassen und sowas, aber naja. Bei der Gruppe kommt es eher bei euch an wie auf dieser Fanpage. Aber nichtsdestotrotz, eins von beiden, da könnt ihr vorbeischauen, da werde ich das hinschreiben und ihr könnt auch eintreten, je nachdem, wie ihr das eben wollt. Meine Homepage, die ich von Black Law, vielen Dank nochmal, bekommen habe, steht auch hier unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch auch anmelden, wenn ihr wollt. In dem Thread, in dem es um die Community-Abende geht, muss man sich aber auch nicht anmelden, um zu schreiben. Man kann auch einfach so schreiben. Natürlich könnt ihr, wenn ihr euch anmeldet, viel mehr erfahren in den anderen Bereichen, die eben nur für Mitglieder und pipapo, bababa. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Und was ich heute wieder aktiviert habe, ist Twitter. Auf Twitter werde ich es auch einfach posten. Auch wenn ich Leute für Matchmaking suche, also für eine ganz normale Aufnahme, die ich so mache, werde ich das auch also auf Facebook und auf Twitter auf jeden Fall posten. Ich weiß nicht, ob ich die Homepage da auch mit einbinden werde, was diese schnellen Dinge angeht, weil das ist wahrscheinlich zu speziell. Das wäre zu gemein, wenn ich sagen würde, dann müsstet ihr euch ja alle dort anmelden. Dann seid ihr aber auch nur wiederum inaktive User und das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja aktive User auf der Homepage. Und ja, wie das dann laufen wird mit den Links und sowas, ich will euch ja dann auch verlinken, wenn ihr mitgemacht habt, ist nochmal eine andere Geschichte. Ist halt immer schwierig für mich im Nachhinein dann zu gucken, wer war da alles mit dabei. Vielleicht heißt ihr auf Steam anders, beziehungsweise im Game anders wie euer YouTube-Kanal. Das solltet ihr dann vielleicht dann doch sogar direkt dazu schreiben irgendwie. Aber das gucke ich noch, wie wir es regeln. Wir kommen da erstmal noch ohne aus. Ich kann da auch schon noch ein bisschen rumsuchen. Ach ja, ganz wichtig. Ich habe ja gesagt, es wird möglicherweise bald was Neues kommen. Übrigens verzeiht mir meinen verschwitzten Eindruck. Ich bin gerade am Kochen und die Küche ist so, wie es eben ist, wenn man als Mann kocht, ne? Und das echt voll drauf hat. Naja, ich habe gesagt, es wird bald eine Art neues Format geben und Kinder, es kommt. Ich denke, es wird euch freuen. Auf dem ersten Moment hört sich's dumm an, weil ihr euch denkt, aber es ist lustig. Ich habe nicht direkt einen Werbevertrag, aber ich mache bald Werbung für diverse Firmen, für diverse Dinge, für Produkte. Die Werbung gestalte ich komplett selbst und ich kann aus einem Pool auswählen, für wen ich Werbung mache. Und da will ich natürlich nur Sachen, die euch sicherlich auch gefallen. Also die mir eh schon gefallen, also ich mache jetzt nicht Werbung für, was weiß ich, Wurst, sondern eher für, obwohl es eine gute Wurst, hm? Ihr wisst, was ich meine, für Apps und hin und her. Dafür kriege ich natürlich auch ein bisschen Geld. Somit kann ich auch wiederum mehr in YouTube reinstecken, also Geld. Zum Beispiel mir jetzt auch demnächst Black Ops 3 dann kaufen, beziehungsweise besseres Equipment. Obwohl ich im Moment eigentlich eher alles am Start habe. Aber ich kann auch wieder in Counter-Strike Go investieren, also in Schlüssel, Case-Opening machen und so weiter und so fort. Ja, die Werbung gestalte ich selbst für diese Firmen und die erscheinen einfach als kleines Video in meinen normalen Folgen. Ich werde wahrscheinlich immer in den ersten 2 Minuten einfach kurz laufen lassen, so von wegen willkommen zur Folge so und so und jetzt kommt Werbung. Und dann kommt dann einfach ein Werbeclip, den ich selbst gemacht habe. Da habe ich das Skript selbst geschrieben, ich habe alles einfach selbst gemacht. Und deswegen ist dann natürlich auch meine Art enthalten in dieser Werbung. Ja, also meine... Da habe ich jetzt den ersten Clip so gut wie fertig. Ich schreibe gerade noch ein bisschen mit der Firma hin und her. Aber ja, die Weichen stehen auf Sieg. Und da werde ich halt dann einfach, ich denke, 1 oder 2 Mal im Monat, je nachdem wie ich halt Geld brauche, werde ich dann wahrscheinlich da so einen kleinen Werbeclip machen. Und ihr könnt euch halt, ich muss jetzt doch nochmal aufstehen, ihr könnt euch halt einfach immer sicher sein, dass es lustig ist, weil ich die Werbung selbst gestalten kann. Über gewisse Punkte muss ich sprechen, klar. Aber die Werbung an sich kann ich halt selbst gestalten, das ist schon ziemlich cool. Okay, also dann soweit. So gut. Also nochmal Hallo an alle neuen Zuschauer. Schon wieder ganz viele neue Abonnenten, ich kann das nicht fassen. Hallo. Guck mal, ich muss eigentlich so stehen, weil die Wand nur so da hinten beklebt ist, wenn ich jetzt so gehe. Bre, where is your wand? I don't know. Ich weiß nicht, wo mein Zauberstab ist. Ja, mir ist jemand. Fuck. Ha! Scheiße. Geh mal rein, Seppchen. Ciao, ciao.